Sie wird doch nicht etwa die Jury bestechen, oder doch? Es ist die Generalprobe vor der Show. Alles noch streng geheim, was heute getanzt wird. Im Breaking Bad Outfit treffen wir Moderatorin Nina Kraft backstage bei Dancing Stars in Wien. Wir spielen heute Breaking Bad nach, eine Serie, die ich noch nie gesehen habe, ein Lied, was ich noch nie gehört habe, ein Tanz, den ich noch nie getanzt habe, also beste Voraussetzungen, aber ich muss sagen, es ist das gemütlichste Outfit von allen und der große Vorteil, ich kann endlich einmal mit einem Kostüm alle aufs Klo gehen, weil das habe ich vorher auch nicht gekannt, ob ich immer Assistenz brauche. Wenn Nina nicht gerade im Ballroom tanzt, dann finden wir sie hinten in ihrer Garderobe. Da sind wir jetzt in meiner Suite, sehr großzügig gestaltet, muss ich sagen, auch mit einem durchaus persönlichen Touch. Und ja, da werden wir fertig gemacht, da werden wir geschminkt. Stefan, bist du nackt? Währenddessen treffen wir LT1-Moderatorin Silvia Schneider. Wien fest in oberösterreichischer Blondinenhand. Statt Ballroom produziert sie das Backstage-Magazin der diesjährigen Dancing Stars-Staffel. Dancing Stars ist bestimmt das Anstrengendste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Also körperlich, mental. Ich habe die ganze Staffel mit einer gebrochenen Zehe getanzt, weil wir haben so Angst gehabt, dass wenn wir sagen, dass wir uns verletzt haben, dass wir irgendwie nicht mehr mittanzen dürfen. Und deswegen hat irgendwie jeder stillschweigend bewahrt darüber, dass man irgendwelche gröberen Wehwehchens hat. Und steh und pass und dreh. So ein Auftrittstag ist schon ganz schön anstrengend. Wir kommen am Vormittag in die Maske. Da werden wir mal hübsch gemacht, speziell die Nina natürlich. Ja, boah, die weil Damen. Du bist ja schon so schön, du brauchst ja keine Maske, das war jetzt die Grundaussage. Und dann geht's mal an die erste Probe, die zweite Probe, die dritte Probe, gefühlt 10 Proben ungefähr. Und dann haben wir vielleicht noch einen kurzen Moment für uns, für unseren Spaziergang. Und der ist Pflicht. Der Spaziergang ist Pflicht, genau. Und man sieht, also von der Maske von vorher ist einfach nichts mehr über, weil es total verschwitzt. Und jetzt müssen wir uns umziehen, weil jetzt gibt es nur mal eine Generalprobe. Dankeschön! Das Finale ist für die ehemalige LT1-Moderatorin in greifbarer Nähe. Es sind nur mehr 4 Sendungen. Die beiden sind bei den Fans Team Herzkraft. Viel Kraft kostet es auch Ninas Körper. Ich muss ein bisschen Energie sparen. Und in die Stapfen. Meine Wunden. Das war vor der ersten Sendung ein ewiges Accessoire und eine Erinnerung an Dancing Stars. Sie ist ein Sonnenschein, sie ist wirklich immer gut drauf, sie findet für alles eine Lösung. Wir haben immer gute Stimmung im Training, wir lassen uns auch die Stimmung nie vermiesen, egal welche Wertung oder welches Feedback. Wir schauen, dass wir immer das Team Herzkraft bleiben. Größter Kritiker der dreiköpfigen Jury, Bolasch Ecker. Ja, ich frage dann den Stefan, war er wirklich so schlecht, wie der Ballasch gesagt hat? Und der Stefan sagt dann, nein, du warst eigentlich voll gut. Und ich muss sagen, dass ich natürlich schon auf das Wert lege, was er sagt, weil ich persönlich, kann ja wirklich sein, dass ich es nicht kennen habe. Aber wenn der Stefan das dann so als Profi dann bewerten kann, dann bin ich schon immer recht froh. Und es ist ja trotz allem einfach eine Fernsehshow und wir haben schon sehr, sehr gute Bewertungen gehabt. Und oft ist die Jury gespalten, die einen sind voll begeistert, die anderen nicht, aber ja, es ist halt auch Geschmackssache irgendwie. Und damit sind das 27 Punkte. Bei der Punktebewertung liegen die beiden immer unter den Top 3. Und auch die Fans wählen die Startnummer 06 und rufen für die ehemalige LT1-Moderatorin an. Team Herzkraft ist an diesem Abend wieder eine Runde weiter. Und das ist definitiv nicht an Ninas Bestechungsversuch gelegen, sondern an ihrem perfekt getanzten Paso Doble. Von uns gibt's ohnehin für die Oberösterreicherin 10 Punkte.